Donnerstag, 23.45 Uhr, Soho, London. Komm, Baby, noch ein Glas. Hey, Daddy Boy. Was für ein starker Mann du bist. Stark? Das hat mir noch keine gesagt. Ich mag diese dünnen Typen einfach nicht. Komm, entspann dich. Gerne, Schätzchen. Dreh dich um. Mann, das glaubt mir kein Mensch. Kein Mensch ist gut. Oh. Hey, dein Rücken ist ja ganz verspannt. Ja, so ist gut. Sag mal, warum habt ihr euren Schuppen eigentlich so versteckt? Ihr findet euch doch kein Schwein. Miete, Teddy. London ist teuer. Und wir wollen einfach günstiger sein als andere. Was habt ihr denn außer dem Champagner sonst noch so im Angebot? Du sprichst quasi mit dem Top-Angebot des Abends. Er kennt unser Spielchen noch gar nicht. Oh, Spielchen. Fein, was denn? Aber Teddy, unsere Mitternachtsverlosung. Wir verlosen unter den Gästen eine Nacht mit mir, du kleiner beschwipster Rollmops. Ted Willard schlug das Herz bis zum Hals. Nie hätte der 45-jährige Vertreter für Geschenkartikel damit gerechnet, ausgerechnet hier, in einer dunklen Seitengasse, abseits des neondurchtränkten Nachtlebens von Soho, auf so ein aufregendes Etablissement zu stoßen. Noch vor wenigen Minuten war Willard verängstigt durch düstere Hinterhöfe gerannt. Neugierde und die Suche nach billigem Sex hatten ihn von der Londoner Roten Meile in diesen Irrgarten gelockt. Erleichtert hatte er dann die nachtblaue Leuchtschrift Shocking Palace erblickt und war sofort eingekehrt. Shocking Palace. Der Besitzer hatte sich einiges einfallen lassen. Plastikskelette begrüßten die Gäste, man saß auf Särgen, die Cocktailkarte reichte vom Alien Slime bis hin zum Zombanol. Und die drei umwerfend aussehenden Mädchen trugen Vampirgebisse. Und eine der drei Schönheiten sollte in knapp 10 Minuten unter den Gästen verlost werden. Ted Willard stockte der Atem. Der kleine, korpulente Mann war der einzige Gast. Ich muss mir mal die Hände waschen. Nur die Hände? Komm bald wieder, Süßer. Ja, ja. Puh, war ich verdrückt. Ted Willard kühlte seine schweißbedeckte, rosige Stirn mit Wasser. Lara. Ausgerechnet mit Lara, dieser umwerfenden, schwarzhaarigen Schönheit, sollte er eine Nacht verbringen. Und das ganz umsonst. Nicht einen Gedanken verschwendete er an seine Frau. In seinen Augen war sie eine Gewitterziege, die selbst schuld war, dass er auf seinen Londoner Geschäftsreisen ein bisschen Abwechslung in Soho suchte. Was ihm aber hier widerfuhr, übertraf seine kühnsten Träume. Ted Willards Libido kochte wie zuletzt vor 15 Jahren. Ruhig, Junge. Ganz ruhig. Das ist deine Nacht, Mann. Deine Nacht. Okay, Mitternacht. Dann mal los. Hier bin ich wieder. Hey, wo sind die denn hin? Soll ich euch suchen kommen? Hey, wer hat da das Licht ausgemacht? Was soll der Scheiß? Hallo? Macht doch mal Licht, Mädels! Ich kann ja kaum was erkennen! Ted Willard zuckte zusammen. Wie von Geisterhand bewegt, schoben sich massive Rouleaus vor Türen und Fenster des Shocking Palace. In der Bar war es nun stockfinster. Ted konnte seine Hand nicht mehr vor Augen sehen. Starr und ohne jede Orientierung stand er mitten im Dunkeln. Seine Erregung wich dem unangenehmen Gefühl, ausgeliefert zu sein. War dies alles ein Teil der Show? Seines Hauptgewinns? Kommt schon, das ist unfair. Wo seid ihr? Hallo? Hallo? Also gut. Ich zähle jetzt bis 3. Dann hole ich mein Feuerzeug und mache... Ted vermochte nicht zu sagen, wer oder was ihn angegriffen und zu Boden gerissen hatte. Er fühlte Klauen, die sich wie Klammern aus Stahl um seinen Kopf gelegt hatten und sofort darauf einen unbeschreiblichen Schmerz, so als hätten sich 2 messerscharfe Dolche in seinen Hals gebohrt. Wie von einem wild gewordenen Wolf wurde seine Kehle von ruckartig zerrenden Bewegungen aufgerissen. Sein Schreien erstarb, als sich seine Luftröhre mit einer warmen, süßlich schmeckenden Flüssigkeit füllte.
Dem Ersticken nahe schlug er um sich, als plötzlich wieder Licht die Bar durchflutete und dem todgeweihten Mann einen letzten Blick auf das entsetzliche Ungeheuer gewährte, das vor wenigen Minuten noch Lara gewesen war. Ihr menschliches Gesicht war einer im Blutrausch entstellten Fratze gewichen. Mit gefletschten Zähnen sog sie unablässig an seiner Kehle und in ihren Augen leuchtete ein infernalisches Feuer. Und dann versank für Ted Willard die Welt in einem blutroten Strudel. Das Jahrtausend war noch jung. Die Menschheit hatte der Natur viele Geheimnisse entrissen. Wissenschaft und Technik verdrängten den Glauben an das Übernatürliche. Doch das Böse existierte. Und es war schlau. Aus dem Dunkeln griff es an und holte sich seine Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle, sie alle warteten auf den Tag, an dem Satan die Herrschaft auf Erden übernehmen und die Menschheit in Unheil und Chaos stürzen würde. Doch einer war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten ihn den Sohn des Lichts. Seine Freunde nannten ihn den Geisterjäger. Sein Name war John Sinclair.